Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Crusader Kings 3 und jo, willkommen jetzt zurück zum frisch beendeten Krieg gegen Jarl Helgi Valdemarsson. Das werden wir hier jetzt mal beenden. Und Forderungen erzwingen. Das sind jetzt unsere Ländereien. Wir haben jetzt eine Domäne über der Schwelle, die muss ich jetzt auch vergeben. Ne? Also das ist ja hier bekannterweise die Northern Isles, ein Herzogtum. Wer ist denn da gerade der Boss? Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ich werde mal diesen Titel, glaube ich, schaffen. So, das ist ja hier die Grafschaft Dawnsfarne. Das ist ja die Northern Isles. Titel wird geschaffen und werden wir auch gleich vergeben. Gucken wir uns mal an. Titelträger ist Graf Sieges von Orkney. Herzog Regina. Er trägt das hier. Da werde ich das doch glatt dem Herrn hier vergeben, ne? So. Titel vergeben an. Nee, das suchen wir mal hier so aus. Der kriegt das hier. Und die Northern Isles auch. So, wird der sich jetzt bekehren lassen? Die Armeen werden natürlich aufgelöst. Er ist konvertiert. Sehr schön. Wir werden jetzt natürlich auch Island angreifen. Dementsprechend also unser König wird da weitermachen. Er ist also unser Haupterbe. Ist auch unser Rivale. Kann ich den irgendwie einkerkern? Nein. Mordkomplott. Sieht auch schlecht aus. Ja, sehr interessant. Titel aberkennen, wird nicht annehmen und da gibt es einen riesen Bürgerkrieg. So, das läuft nicht. Ich muss die Leute, die ihn wählen. Kann er Graf Sirka Inari? Ich verleihe ihn mal, was soll's. So. Hook Expiring Soon ist unwichtig. Few Champions ist uns klar. Wir können den Titel Königreich Pommern schaffen. Die Sache ist, wem gehören denn diese Ländereien alle? Also hier, Oberhäuptling Berg von Pommern. Ist Asatru... weiß noch nicht. Das ist etwas, worum ich mich nicht kümmern kann und möchte momentan. Verbrecher können eingekerkert werden. Oberhäuptling Ingemar. Und ein Dynastiemörder ist er. Sehr interessant. Haben wir denn keinen König in... Nö, scheint nicht so danach zu sein. So, ihr Lieben. Lange Rede, kurzer Sinn. Krieg gegen Island soll laufen. Da werden wir sagen, Krieg erklären. Und zwar das gesamte Herzogtum.
Bevor ich alles aushebe, gucke ich mir nochmal die Champions an. Also Vasallen will ich da ja nicht haben. Vasallen nicht, Champions gerne. Zwingen, zwingen. Unser Sohn soll mal mitkämpfen. Die Reh kämpft nicht mehr. Der ist schlecht geworden. Unser Sohn Georg auch nicht. Oberhäuptlinge, die alle auch nicht. So, dann hebe ich hier mal schon mal aus. Alles Kriegsvolk hier mal ausheben, bitte. Dann düsen wir mal rüber. Mal 8000 Mann. Arne auf Munsö ist gestorben. Er war der König von Estland. Wer ist denn jetzt König von Estland? Vasall und Champion von euch. Aha. Interesting. So. So, dann düsen wir ja mal schon mal rüber, würde ich mal fast sagen. Aber uns erwarten irgendwie 8000 Mann, ne? So. Ich würde mal gucken, so dass wir 20.000 haben insgesamt. Verlobte können heiraten. Okay, Sigrid. Ja, machen wir mal. Wird annehmen. Ausgezeichnet. So, und hier hören wir schon mal auf. So, ein Befehlshaber wird hier... Oberhäuptling Gunnar. Und ab geht's. Angriff. Druckmittel gegen Lennart ist verfallen. Okay. Oh, gar nicht mal so gut, ne? Wie wär's mal, wenn wir erstmal hier landen, ne? Ein erinnerungswürdiges Leben, Arne. Wir können hier, glaube ich, eine schöne Bestattung bescheren. Mache ich gerne. Ist ja unser Bruder, der Arne. Arne verdient das Beste. So, jetzt verfolgen wir die mal. Ich inspiziere gerade die Krankenstube der Kaserne, als ein schwer verletzter Soldat hereingebracht wird. Er verliert zu viel Blut. Wo ist der Arzt? Jagana ist unauffindbar. Mir läuft es kalt den Rücken hinunter. Ich bin vielleicht die letzte Hoffnung dieses Soldaten. Plötzlich steht wie aus dem Nichts mein Ratsverwalter Königin Meer an meiner Seite. Sie krempelt die Ärmel hoch und schaut. Trete zurück. Das ist mein Patient. Okay.
Mein Patient schreit und schlägt um sich, obwohl drei ausgewachsene Soldaten ihn niederhalten, ist jeder Schritt ein Kraftakt. Doch mein Wissen lässt mich nicht im Stich und meine Hände bleiben ruhig. Ich bin mir nicht sicher, wie ich es geschafft habe, aber am Ende sieht es so aus, als würde der Soldat überleben. Seine Kameraden klopfen mir auf die Schulter. In diesem Augenblick ist die Erleichterung stärker als die Etikette. Danke, mein Fürst. Ohne euch hätten wir ihn verloren. Wahnsinn, hat geklappt. So, ich will mal gucken, ob wir nicht hier schon mal... Oder wir gehen mal so mal hier hin. Kriegen wir die geschnappt? Versiegelt den Hügel. Ich stehe vor einer kleinen Schar Trauernder. Meine Blicke wandern von einem der Hinterbliebenen zum nächsten. Dann beginne ich meine Rede. Arne hat einen einzigartigen Antrieb. Vielleicht galt er deshalb als ein schillernder König. Eine Leistung, die womöglich niemals übertroffen werden wird. Der Grabhügel hinter mir birgt bereits ein eigens für diesen Zweck geschaffenes Schiff aus exotischen Hölzern, zusammengefügt von unseren besten Schiffsbauern. Es wird nie über die Meere der Sterblichen segeln, doch es dürfte die Götter dennoch erfreuen und den Verstorbenen Segnungen einbringen. Gefolgsleute schaffen die letzten erlesenen Grabbeigaben hinein und dann wird der Leichnam von Arne endlich auf seiner Bahre beigesetzt. Versiegelt den Hügel. So, unser Bruder wurde beigesetzt. Wir kriegen die, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee, dann bleiben wir mal hier. Wir lassen mal 4600 Mann hier. So 6000 Mann dahin vielleicht nochmal. Ja, noch irgendwas mit 200 würde ich hier nochmal mitnehmen wollen. Haben wir hier so einen Belagerer-Befehlshaber? Oh, wir lassen mal nochmal laufen. Eine Fraktion, die uns zum Ziel hatte, hat sich aufgelöst. Alles klar. Hier lasse ich nochmal die Onagada auswählen und wir ziehen mal hier hin. Ja, hier dann auch noch mal ein Befehlshaber, ne, würde ich mal sagen. Irgendwie kein Belagerer da, dann nehmen wir mal hier den nächstbesten. Hier werde ich das mal aufteilen. Können 3300 versorgt werden. 3300. So, Guardian can be assigned. Sophia kann, ja. Könnte einen Vormund bekommen. Wir schauen mal, was wir würfeln.
So wie wir das immer machen. Die Droi. Sophia, was bist du denn für eine? Schauen wir mal ganz kurz. Fängt immer hier an. 1, 2, 3. Sie geht auf die Bildung. Und da will ich mal gucken, wen wir dann nehmen können. Also, Kind unterrichten. Reichsgode. Die Reichsgodin kann sie natürlich gerne in die Ausbildung nehmen. So, Belagerung laufen. Oberhäuptling Östen. Er stimmt ja schon für uns, ne? Ich will mir mal diese Geschichte angucken mit dem Kaiserreich. So, wir sind auf diesem Platz. Kurfürsten. So, wen könnten wir noch für uns gewinnen? Er ist zu jung, wird gesagt. Er ist 20. Er ist böse. Will die Marionette eines Tyrannen nicht unterstützen, okay? Wen kann ich denn eher auf meine Seite ziehen? 130 habe ich hier, 90. Vielleicht muss ich ja so um mich herum gehen. 80 gibt es hier. Oberhäuptling Karl Sigurd. Geschenk schicken. Beeinflussung. Ja, wir müssen ja irgendwas machen, ne? Verfügbare Dynastievermächtnis. Wir sind ja hier Richtung Spitzel gegangen. Langer Arm. Agentenbestechungskosten minus 50. Feindseligkeitskomplott. Erfolgschance 10%. Seewölfe. Lebendiger Hof. Erwünschte Vermählungen. Klangvoller Name. Respektbegierde. Macht der vielleicht was anderes? Fruchtbare Lenden. Kindermeinung. Krankheitswiderstand. Enge Bande. In Würde altern. Blaues Blut. Ahnenarchitektur. Volksmeine Titelschaffungskosten. Delegierte Autorität. Familiensitz. Seewölfe. Immer Platz im Laderaum. Volk durch Lösegelder. Gegnerische Todesverluste. Keine Gnade. Abenteurer. Meinung anderer Glauben, erfahrene Entdecker. Dezentralisierte. Aha. Ich glaube, ich werde mal auf diese Gesetzgeschichte gehen. Das passt mehr zu unserem Herrscher. So. Verbessert sich das jetzt hier? Okay. Das sind hier so jetzt, wie viele sind es hier zu viel? 200 eigentlich. Dann nehmen wir mal die. Ich gehe mal hier hin. Und hier sind es ja 25, ne? Die gehen dann mal hier hin. So. So, Belagerung gewonnen. Wir haben jemanden gefangen genommen. Und ich würde mal sagen, dass wir einen Ticken nochmal warten und schicken hier mal die Onaga mit rein.
So, die Onager sind hier. Hier. Also nochmal 200 weg. Ich nehme nochmal 300 weg. Ansonsten, ja, Island wird eine einfache Geschichte sein, glaube ich. Größte Sorge ist halt dieser interne Machtkampf um die Kaiserkrone. Ja, da müssen wir uns echt mal Gedanken machen, ne? So. So, Belagerung hier auch gewonnen. Da oben auch. Wir ziehen mal hier hin. Und diese Streitmacht kommt mal hier hin. Okay, die ziehen jetzt runter. Also hier können nur 4600 hin. Wir ziehen jetzt mal alle hier hin. Ja, jetzt ziehen wir das mal durch. Jetzt wird's durchgezogen. Oh Gott, Leute, ey. Das ist schon nervig. Das ist schon nervig. Schon komisch. Ein Komplott bei Hofe. Jemand schmiedet einen Komplott gegen unsere... Haben wir gewonnen? Oberling... Entschuldigung. Oberhäuptling... Verbündete Kombatanten. Oberhäuptling Faste von Poli hat jemand über eine üble Sache bezichtigt. Mein Ratsspitzel. Soll eine außereheliche Affäre haben. Wachen erstmal. Oh, wir müssten hier doch jetzt bald eigentlich... Oh, bitte schneller! Oh, echt nervig, ne?
Hochkönigin Eha ist schwanger. Oh Leute, ich muss hier mal so ein bisschen sortieren und ich sehe, wir überziehen auch. Also Feldzug in Island geht weiter. Ich muss mir mal hier diese ganzen Sachen angucken, was jetzt wieder anfällt. Uiuiui, einmal mal hier so ein bisschen reingeschaukelt, schon Chaos, ne? Naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fadi.